Das ist ein Gebäude für einen Apfelbauern. Im Südtirol wird Ferien auf dem Bauernhof durch das Land gefördert. Es ist, das Land betrachtet das als erster Nebenerwerb für die Bauern. Und in diesem Fall sind es Ferienwohnungen auf dem Bauernhof. Es sind drei Ferienwohnungen, Appartements zu etwa 42 Quadratmeter. Da können 2 bis 4 Leute drin Ferien machen und einen Aufenthaltsraum gibt es dazu. Das Ganze schaut so aus. Das ist das Bauernhaus, das er hat, und er wollte eine landwirtschaftliche Garage. Die haben wir hierher geplant. Und für die Frau waren die Ferienwohnungen. Wir haben ihnen vorgeschlagen, dass man kein rechteckiges Gebäude hinmacht, weil wenn einer in die Ferien kommt, dann, und der lebt normalerweise in rechteckigen Räumen, dann möchte er ja vielleicht ein anderes Lebensgefühl haben da drin. Und dann sind solche U-Formen entstanden. Nach unserer Vorstellung war es so, dass jeder so seinen Eingangsbereich hat, da in diese Wohnungen hinein, und dass er hier in diesem Gebäude drinnen hinten einen Bereich hat, wo er sich sehr geborgen fühlt und vorne, wo er möglichst offen ist. Hier sieht man, er kann dann hier das Fahrrad abstellen oder den Kinderwagen, da kommt man hier herein. Hinten ist das Schlafbereich und hier ist der Nassraum und kleiner Wohnraum, Essen. Die Idee war dann, dass wir eine Pergola über das Gesamte machen. Auf die Garage haben wir einen Garten gemacht für die Eltern, die wohnen hier. Der Bauherr ist auf diesem Geschoss. Und die Idee von dieser Pergola war, dass eigentlich ein Übergang entsteht. Hier sind auch Reben. Der Vater vom Bauherrn war ursprünglich Weinbauer. Und wir wollten eigentlich die Fläche, die wir überbaut haben, wieder nutzbar machen. Wir wollten eigentlich, dass eine Beschattung stattfand unten in diesem Raum drin, dass es kühler war, auch für die Autos. Ja, das waren ungefähr. Und die Beschattung. Auf der Südseite wollten wir dadurch die Beschattung verbessern. Unten drin steht es jetzt langsam so. Langsam sind die Reben sind noch nicht so weit wie auf dieser Skizze. Einfach, dass so wie ein Zwischenraum entsteht. Da hinten sind die Betten. Und hier ist dieser Eingangsbereich da. Hier sieht man es von vorne einfach, wo jeder hat seine Nische, den einen mit der ganzen Pergola darüber. Das ist knapp 40 Meter, diese Richtung da. Innen schaut es so aus, dass das ist jetzt ein Glas, geätztes Glas, damit es ausschaut, wie wenn es hineingestellt wäre. Und die eigentliche Wand, die Strohwand, geht ringsherum hier. Hinten das Bett in der Nische, wo man sich möglichst geborgen fühlen kann. Und so schaut es jetzt. Also das war ein Foto vor 1,5 Jahren. Damals waren die Reben noch ganz unten, jetzt sind sie schon ganz oben hier. Man sieht es dann beim Schluss einem Foto. Da waren sie noch ganz klein da. Wir haben dann eine Sichtschutzwand gemacht, die wir nicht verputzt haben aus Stroh. Wir haben sie abgehoben vom Boden. Und der Bauherr war einverstanden, dass wir das einfach stehen lassen, wie es ist. Dass wir es nicht verputzen, sozusagen als Zeichen für die Leute. Und bis jetzt hat sich das sehr bewährt. Es ist jetzt ganz grau geworden, aber nicht, dass es fault. Wir haben es einfach oben abgedeckt und von unten her. Hier sind wieder diese einzelnen Nischen, die da entstehen. Das ganze Gebäude ist wiederum unterlüftet und der Terrassenboden ist Lärchenholzboden mit Luftschlitzen. Genau das gleiche ist auf der Eingangsseite. Und die Luft zirkuliert eigentlich durch diese Schlitze. Das ist so ein gemeinsamer Aufenthaltsraumbereich hier und hier ist ein kleiner Aufenthaltsraum hinten. Manchmal kommen Familien, die dann hier gemeinsam essen. Es gibt wie zwei Seiten, einmal die Südseite, was Sie gesehen haben vorne, die ist möglichst offen. Und hinten auf die Nordseite gegenüber dem Bauernhof haben wir fast komplett geschlossen. Hier sieht man wieder diesen Lärchenholzboden mit den Schlitzen. Und das ist da dieser Eingangsbereich, wo man da geht man dann in die einzelne Wohnung hinein. Innen haben wir eine kleine Küche eingebaut in einen Korpus, den man runterklappen kann, damit man nicht immer diese Küche da im Wohnraum
ist. Und ursprünglich wollte die Bauherrin, dass man nicht kocht da drin, weil sie hat die Angst, dass die ganzen Gerüche von Fisch und allem Möglichen. Aber es hat sich jetzt gezeigt, dass die Leute, die kommen, sind sehr oft Italiener, ganze Gruppen von Italienern, die hierher kommen und die kochen dann großartige Menüs. Und es hat sich gezeigt, dass absolut keine Geruchbelästigung entsteht. Wir haben hier innen, ist alles mit Lehm verputzt. Und es hat sicher einen Zusammenhang mit diesem Lehm, dass das gar kein Problem ist. Wie werden die geheizt? Gar nicht, oder? Wir haben hier als Notsystem eingebaut in den Nassräumen eine Bodenheizung unten drin. Aber diese Bodenheizung, die Leitungen haben wir bis in den Heizraum geführt, des Bauherrn. Er hat eine Warmwasserkollektorenanlage auf dem Dach. Und die Idee war eigentlich, dass diese Warmwasserkollektoren dann eben dieses Gebäude heizten. Aber er hat es bis heute nicht angeschlossen, oder? Und die Leute kommen auch im Winter. Es ist nicht notwendig. Also manchmal ist es vielleicht, sinkt dann die Temperatur auf 18 Grad oder irgendwas, aber man kann das natürlich auch ganz leicht wieder anheben. Das war jetzt im letzten Herbst, haben sie ein Strohhausfest gemacht. Da sieht man jetzt schon, wie die Reben hochgewachsen sind. Gab es gutes Essen? Und da sieht man alles schon oben und langsam deckt es oben das Dach zu. Da kommt zur Konstruktion, da ist die ganze Unterlüftung, Einzelstreifenfundamente und diese Elemente, die wir da gemacht haben. Wir hatten von der Zeit her eigentlich ein Problem, weil wir haben Ende Februar haben wir die Baugenehmigung bekommen und wir mussten aber vor Ende Juli fertig sein, weil ein EU-Gesetz, ein Subventionsgesetz ist dort ausgelaufen und damals Ende Juli musste einfach alles drinnen sein, die Betten, die WCs mussten funktionieren, alles. Und dann haben wir hier uns entschlossen, es auch mit den Holzelementen zu machen, damit wir schneller sind. Der Baumeister und der Zimmermann konnten so parallel arbeiten. Hier haben wir nochmal das mit diesen Bändern gemacht, weil wir hatten keine Zeit zum Warten. Wir konnten 2-3 Tage warten mit der ganzen Dachlast und dann mussten wir weiterfahren, sonst hätte das nicht geklappt. Und dann haben wir versucht, mit den Bändern eben das möglichst vorwegzunehmen. Ein bisschen hat es geholfen. Es hat ein paar Risse gegeben hier, aber eigentlich ist es ganz zufriedenstellend. Hier sieht man mit der Kurve, wie wir das gemacht haben. Wir haben einfach Ballen schräg halbiert und dann zusammengesetzt. Und am Schluss haben wir es mit der Kettensäge geschnitten. Die Fläche einer Wohnung da ist etwa 42 Quadratmeter ungefähr. Und dann war wieder der Putz, hier haben wir einfach ein Hühnergitter drauf getan. Und da, wo das Holz ist, ist in diesem Fall jetzt Streckmetall drauf. Ein zweites Mal würde ich jetzt das mit Schilf machen. Das ist das Haus, was wir letztes Jahr gebaut haben. Am 18. Juli letztes Jahr sind die ersten Gäste eingezogen. Das ist auch für einen Bauern, auch Ferien auf dem Bauernhof. Das Haus liegt auf 1900 Metern Höhe. Und wir haben am letzten September, also im September vor einem Jahr, haben wir mit dem Bau begonnen. Es hat mehrere Geschosse, also sind hier bis hierher sind 3 Geschosse und da oben ist nochmal ein Raum, 4x4 Meter. Es schaut jetzt so aus. Wir haben hier ein Holzschindeldach gemacht. Das Ganze ist mit Kalkmörtel verputzt. Und es war von da bis hier hinauf 16 Meter. Und das von da zu da ist es 12 Meter. Und dieses Haus ist quadratisch, axialsymmetrisch aufgebaut. Es sind immer diese Ecken, die tragen. Und ich wollte, dass das die ganze Last axialsymmetrisch auftrifft. Nicht, dass jetzt an meinem Eck plötzlich irgendwie mehr geschlossen ist. Dann besteht die Gefahr, dass es sich langsam kippt. Das ganze Haus, jetzt sind 3 Wohnungen drin. Man könnte, wenn man da noch am Boden einzieht, könnte man 4 Wohnungen daraus machen. Wir haben dann immer die Terrassen, da oben geht immer Wind.
haben wir sie so zurückversetzt, dass sie windgeschützt sind. Was mich wundert, ist oben gerade in der Spitze die Gaskuppel, ist da nicht der Wärmeverlust sehr, sehr groß? Na, der ist sehr gering da oben, weil wir haben da einen Glasboden hineingemacht unten drin, oder worauf man geht. Ja, die Isolation, das, was Sie sehen auf dem Bild da, ist zwar Isolierverglasung, aber es ist nicht eine Top-Isolierverglasung. Und oben ist ein Raum und hier drin ist ein Boden aus Glas, auf der Höhe ungefähr. Und dort ist Glas, ein Glasboden mit einem U-Wert von 0,6 drin, oder? Und das ist eigentlich, es entsteht dadurch sogar noch besser, es entsteht wie ein Wärmepuffer bei der Verglasung dort. Da waren wir da auch. Und innen sind die Wände sind alle mit Lehm verputzt. Die Decken sind Massivholz. Da haben wir auch ein so Fenster gemacht, wo man das Stroh einfach sieht. Es ist eben gut, dann sieht man auch, wenn Mäuse drinnen wären, oder? Und das ist der oberste Raum da unter dem Dach. Der Bauherr hat noch einen anderen Nebenerwerb, neben der Ferienwohnung, er hat einen zweiten Nebenerwerb, und zwar malt er Bilder und macht Fassaden, Fassadenbemalungen oder so Wellnessbereiche, die er da für Hotels ausmalt. Da oben ist eben dieser Glasboden, oder auf diesen Holzrippen sind Gläser, oder da. Und oben ist dann dieses Spitz. Und hier haben wir, das ist, als wir begonnen haben, das war eben September vor einem Jahr. Da sieht man jetzt, ist einfach immer Stroh in den Ecken aufgemauert und ein Kranz darauf. Da war diese Kiste oben spitz, haben wir dann hier unten zusammengesetzt und dann hochgehoben. Das ist jetzt so viel tiefer, weil da kommt auch Stroh drauf. Und deshalb ist es jetzt am Schluss. Oder hier ist 70 cm Stroh drauf. Wir haben auch die normalen Strohballen, die großen Ballen drauf getan. Also die Setzung in diesem Geschoss hier unten, wenn man eben vergleicht, man mauert es auf, setzt den Kranz drauf und misst dann. Und dann haben wir alles drauf gebaut mit dem. Und wenn man jetzt misst, ist es 35 cm tiefer als am Anfang. Aber das kann man, das hat genau gepasst, oder? Man kann das abschätzen, oder? Aufgrund der, ich weiß ja, wie viel, ich kann das rechnen, wie viel Last das draufkommt. Ich weiß aufgrund der Drucktests ungefähr, wie sich das Setzungsverhalten ist. Dann kann man das abschätzen. Was kann man rechnen bei einem Großballen? Wie viel setzt er sich? Ja, das kommt aufs Gewicht drauf an, oder? Dass man drauf tut, oder? Oder? Das war die Tests, die ich am Anfang gezeigt habe. Dort aufgrund dieser Tabellen kann ich ziemlich genau sagen, wenn ich so und so viel Gewicht pro Quadratmeter raufsetze, dann kommt das so viel herunter, oder? Das. Gibt es eine Rolle, ob die Strohballen mit den Phasen also stehend oder liegend sind? Da gibt es verschiedene Theorien, oder? Eine Theorie sagt, wenn man es aufstellt, ist die Isolationsfähigkeit höher, also der Landewert ist höher, oder? Es leuchtet mir irgendwo noch ein, weil es sind ja dann wie senkrechte Rohre, die da sind, oder? Der Nachteil von dieser Methode ist, dass man dann die Seiten nicht schneiden kann, oder? Man hat dann eigentlich gegen innen die Schnüre. Und der andere Nachteil ist, wenn ich jetzt ein Elektrorohr einsetzen möchte und ich muss schneiden, dann ist da auch immer diese Schnüre da. Und ein Punkt finde ich auch noch, dass, weil ja man verputzt eigentlich wie senkrechte Strohrohre, oder? Und die Stroh, das hat immer wie so wachsartig drauf, wenn man das anfasst. Und dann ist die Haftung schlechter vom Putz, meine ich, als wenn jetzt diese Rohre senkrecht sind, abgeschnitten und es geht richtig hinein. Die Druckfestigkeit, wir haben beides getestet bei dem Test bei der Fachhochschule, einmal liegen und einmal stehen. Bei dem Versuch haben wir praktisch keine Unterschiede festgestellt. Aber es hängt sehr stark damit zusammen, wie stark die Ballen gebunden sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die senkrechten Röhren bis zu einem gewissen Betrag fast eine höhere Druckfestigkeit haben, als wenn sie liegend sind. Aber mir ist es an und für sich wöhler, wenn das liegt,
Bis jetzt habe ich da gute Erfahrungen gemacht. Und der Unterschied zum Landerwert? Ja, das ist vielleicht, es gibt Theorien, die sagen, dass 20% Unterschied sei. Also das wäre, wenn es wirklich so wäre, wäre das ziemlich viel. Oder also wenn man jetzt der Landerwert, wenn der jetzt 0,045 ist und der andere wäre dann ja, aber mit 1,20 Meter kann man so dick isoliert, da kommt das gar nicht mehr drauf an. Und diese Rechnungen auf 3, 4 Kommastellen, ja, es ist ein Anhaltspunkt, aber man muss daran nicht unbedingt glauben. Ja. Oder hier sieht man jetzt vielleicht noch interessant, wie sich das dann verformt. Das ist jetzt im untersten Geschoss auf dem Haus am Reschenpass. Oder hier war jetzt ein zu großer Zwischenraum zwischen der Balle, die hier war, und hier war. Und dann hat man es einfach ausgestopft, und der es gemacht hat, hat da wahrscheinlich zu wenig hineingepresst. Und dann drückt es einfach die Ballen zusammen. Und wie sich das verändert, weil hier weich war, ist einfach diese Balle da rausgewandert und die hier. Und wenn sie da rauswandert, dann wird es hier kleiner, oder? Es ist kein Problem, es verteilt sich im Normalfall. Aber es ist dann interessant, wie das da entsteht. Da ist ein kleines Video, das dauert 5 Minuten, wo wir das Strohhaus aufgebaut haben. Ein Mitarbeiter von mir hat das während dem Aufbau gemacht. Können wir? Für diesen Aufbau haben wir 5 Sattelschlepper Stroh gebraucht, also Zugmaschine und Anhänger. Die sind immer am Abend gekommen, ja, um 8 Uhr. Und dann irgendwann habe ich sie mal gefragt, ja, warum kommt ihr denn immer da um die Zeit, oder? Weil sie wollen dann immer am Abend wieder zurück. Und dann hat er gesagt, ja, sie fahren immer über die Grenze, wenn die Zöllner nach Hause gegangen sind. Also sie kommen frühestens um 7 Uhr abends, weil es ist schon geschehen, dass sie dann den ganzen Wagen untersucht haben, weil sie geglaubt haben, da am italienischen Zoll nehmen sie manchmal gewisse Lastwagen heraus und besuchen sie. Und dann haben sie gesagt, sie kommen einfach, wenn die nach Hause sind. Hier sieht man jetzt, da unten ist die landwirtschaftliche Garage, und hier haben wir, das ist die Unterlüftung, was wir dort gesehen haben. Das waren für die Apfelbauern, haben diese Pfosten, um die ganzen Kulturen zu machen. Das sind Beton, wie Betonpfosten. Ja. Und hier hatte ich eben, weil wir sehr spät waren im Jahr, hatte ich eigentlich ein bisschen Bedenken, oder? Im September auf 1900 Meter Höhe. Aber es ist eigentlich gut gegangen. Es wurde dann ein bisschen kalt. Am Schluss haben sie die Holzschindeln bei minus 17 Grad haben sie montiert. Und hier sieht man, das ist die Unterlüftung da. Und ich habe gesehen, der Bauherr hat fälschlicherweise hat er einfach vorne die Löcher geschlossen, als der Winter da war. Und es war interessant zu sehen, dass wir haben sie dann sofort wieder geöffnet, aber wir haben, damit die Luft weg kann, die Feuchtigkeit, und also die Theorie und die Praxis funktioniert wirklich. Das, unten drin war schon verschiedene Sachen ganz feucht. Dann haben wir die Öffnung wieder frei gemacht, und innerhalb von 2 Wochen war es wieder trocken unten drin. Also diese Unterlüftung, aus meiner Sicht ist das sehr, sehr wichtig und notwendig. Ich werde es immer machen. Das war jetzt Weizenstroh. Wir haben auch schon das erste Haus, was wir gesehen haben, das war Gerstenstroh. Oder wir haben auch schon das
gibt es so eine Strohsorte, Triticale oder Triticale heißt die. Wie heißt die? Triticale. Die haben wir auch schon verwendet. Ob man einen Unterschied merkt beim Stroh? Ja, ja. Oder die, wenn man mit Weizenstroh das baut, das ist viel, die sind viel steifer, härter, oder? Dann hat man überall Einstiche nachher an den Armen. Das Gerstenstroh, das ist viel, viel weicher, sanfter. Und das Kisikali, hatte ich das Gefühl, ist irgendwo dazwischen. Ja, die Eisen verwenden wir nur an den Ecken, und zwar nie außen. Oder an den Ecken einfach, dass die Eckballen, das Schlimmste wäre, wenn die Eckballen so auseinandergehen würden. Dann machen wir wie Agraffen und hängen das dort zusammen. Aber es darf nicht außen sein. Wir nehmen sie dann immer so 50 zurück von der Außenwand. Dann sitzt sie eigentlich im warmen Teil. Wir haben jetzt einen Bauherrn, der möchte ein Haus haben aus Dinkelstroh, oder? Er hat einen Freund, der baut Biodinkel an, aber wir müssen sicher noch 3 Jahre warten, bis er mal alles das Stroh zusammen hat, damit es dann genügt, oder? Also das Problem, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, ist, einer wollte mal das Haus Dalsand, wollte der Bauherr auch Biostroh hineintun. Und wir haben dann gesucht, diese Menge überall, und hat dann nicht geklappt. Und irgendwann hat er gesagt, ja, er hat einen Biobauern in der Toskana gefunden. Und er ist dann, früher war er Lastwagenfahrer, hat dann einen Sattelschlepper gemietet, und mit einem Freund sind sie dann da hinuntergefahren, 2 Tage, und hochgekommen. Und es war wirklich eigentlich ein scheußlicher Stroh, was da angekommen ist. Wir haben es dann eingebaut. Es hat dann auch nicht gereicht für alles. Also bis jetzt ist das immer das Problem, genügend. Ich hätte nichts dagegen, Biostroh zu verwenden, absolut nicht. Aber dass man eine genügende Menge bekommt, bei uns in der Schweiz für sowas, ich weiß nicht, ob das hier weniger ein Problem ist. Oder das Problem bei einem anderen Bauherr, der Dinkelstrohgebäude möchte, ist dann, wenn ich Stroh verwende frisch, dann, wenn man es aufbaut, dann setzt es sich viel stärker, als wenn man Stroh verwendet, das ein Jahr gelagert wurde. Oder das wurde natürlich gelagert, war auch auf viele Strohballen waren darüber, und das setzt sich dann weniger. Und dann habe ich am Schluss plötzlich 3, 4, 5 verschiedene Strohballen von den Druckfestigkeiten her. Und da müsste ich eigentlich wie die Lagen mit dem gleichen Stroh machen, nicht dass es dann auf einer Seite plötzlich mehr kippt. Es gibt auch Gebäude in Amerika, die mit Heuballen realisiert wurden. Das Problem ist anscheinend, ich weiß nicht, wenn ich da lese und höre, dass Heu ist weniger widerstandsfähig gegen verschiedene Viecher. Es verrottet schneller als Stroh, weil Heu hat anscheinend nicht die gleiche Oberfläche wie, oder die ist anders, oder? Und der Stroh, oder die Kühe fressen ja nur eigentlich Heu, also Stroh auch nur dann, wenn sie müssen, oder? Im Normalfall nicht, im Normalfall fressen sie immer lieber. Und ich stelle mir so vor, dass das bei den kleineren Viechern auch so ist. Ich habe noch keines gebaut, aber ja. Es gibt welche in Amerika schon früher, aber ich denke, es müsste schon gehen. Es hat eben diesen Nachteil.
ist eben dieser Boden oben, den nehmen wir mal jetzt hier zusammensetzen. Hier haben wir die Grenze nicht aus Balken gemacht, sondern aus zwei Platten, die wir einfach weg. Wenn man Platten macht, hat man den Vorteil, dass man am Eck einfach eine gute Verbindung hinkriegt. Die obere geht dann weiter als die untere und umgekehrt. Auf der Seite geht das durch. Das. Hier haben die Leute, als es so dagestanden ist, oder, da hat ihn einer gefragt, ob er denn eine neue Kirche baue. Oder? Das hat eine Zeit lang schon ein bisschen eigenartig ausgeschaut. Oder es ist, wenn man ein solches Gebäude aufbaut, ist es fast wie ein Lebewesen. Das ist eben für einen normalen Handwerker, oder wie man normal das lernt oder heute baut, ist das undenkbar, dass plötzlich das Haus halt sich bewegt oder dass es plötzlich um 20 cm sich senkt oder solche Sachen. Und daran muss man sich zuerst gewöhnen. Also ich, die Mauer leer gemacht habe und ich war dann auf 2 Meter, der Türanschlag um 0,5 mm aus dem Senkel, dann wurde ich beschimpft. Oder das, und hier ist das natürlich was ganz anderes. Beim Dach haben wir die Strohballen einfach hineingelegt. Hier unten haben wir ein, man sieht es vielleicht irgendwo, so wie so einen Anschlag gebaut. Ja genau, am rechten Winkel zur Dachfläche war das. Dann auf Stroh haben wir Gerüstbretter getan quer und hier drauf die Dachschalung. Diese Konstruktion hier wäre in der Schweiz undenkbar. Oder man, und zwar bei uns müsste man das mindestens F30 abdecken. Und was wir sicher bis letztes Jahr durften wir nie eine Holzschindeldach machen auf sozusagen eine nach hier ran sich brennbare Dachisolation. Heute geht es teilweise, oder? Und darauf kommt dann einfach eine dampfoffene Unterdachfolie, ganz normal über dem normalen Dach, dann die Konterlattung und darüber kommt die Sparschalung und auf die Sparschalung ist dann die Holzdachschindel. Ich habe hier gesehen, oder wenn man das plant, sagen wir ja 45 Grad, also wir haben es 45 Grad gemacht, die Dachneigung, dass wir, wenn es wirklich mal 2 Meter Schnee hat, dass dann der Großteil herunterrutschen würde. Das war die Idee von diesem 45 Grad Dach. Und dieses Dach hat, die Hauptträger sind hier an den Ecken und unten ist ein Metallkranz ringsherum, der alles zusammenhält. Aber ich habe hier gesehen, oder wenn man dieses 45 Grad Dach da oben arbeitet, man ist sich nicht gewohnt, das ist sehr anstrengend. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine Anzahl, versuche mich da ein bisschen kürzer zu fassen, eine Anzahl von Projekten, die jetzt in Planung sind. Und es soll Ihnen eigentlich zeigen, die Vielfalt, die da möglich ist mit Stroh. Oder man ist nicht eingeschränkt mit Stroh, so und so zu bauen, sondern es soll Ihnen einen Überblick geben, was da alles möglich ist. Aus
Ja, also das erste ist ein kleines Einfamilienhaus, das haben wir letztes Jahr in der Nähe von Ulm in Deutschland gebaut. Es schaut so, ist in der Stadt drinnen eigentlich, so zwischen hineingesetzt, ist 110 Quadratmeter Nettogeschossfläche, beide Geschosse. Oben ist ein Gründach und Warmwasserkollektoren und innen hat es einen normalen Holzofen zum Kochen, ist ein ganz einfaches Häuschen. Das schaut so aus. Und hier ist eine Betonplatte mit einer Unterlüftung und dann sind wir hinauf. Hier in Deutschland ist es so, dass man mit der Baueingabe muss man den statischen Nachweis erbringen. Nach DIN. Und das Problem ist, Stroh gibt es nach DIN-Norm, gibt es nicht. Also darf man nicht bauen damit. Und wir haben das hier so, das Lasttragende wollte ich machen, weil es hat nach meiner Ansicht verschiedene Vorteile. Einer ist, dass es tendenziell günstiger ist, als wenn man zuerst eine komplette Holzkonstruktion macht. Und das Zweite ist, was fast wichtiger ist, dass eigentlich durch dieses Eigengewicht, durch dieses Verdichten, durch die Last, die oben herunterkommt, verdichtet es die Isolation. Das heißt, wenn man eine Strohballe von oben belastet, dann wird sie länger. Und das bedeutet eigentlich, wenn ich ein Mauerwerk mache und ich belaste es von oben, dann verdichtet es sich von selber. Also die Fugen werden automatisch selber dicht. Und das ist wenn man eine Holzkonstruktion macht und das Stroh hineinstopft, ist ganz anders. Es geschieht fast das Gegenteil, oder? Man stopft es hinein und es entspannt sich dann und löst sich fast. Und wenn man eine Thermografieaufnahme macht von solchen Häusern, dann sieht man ganz klar, überall dort, wo das Holz ist, ist eine schwache Stelle. Und das hat man bei lasttragenden Bauweise nicht. Damit die Beamten hier zufrieden waren, haben wir es dann so gelöst, dass diese Fensterkisten, die wir gemacht haben, haben wir es so von den Höhen gemacht, dass das, ungefähr 15 cm war das Stroh dann höher. Das ist die Menge, die nach der Abschätzung sich das zusammensetzt und am Schluss hat sich dann das theoretisch auf diese Holzkisten abgesetzt. Das hat hier sehr gut funktioniert. Der Beamte war zufrieden und der Bauherr ist glücklich. Ja, es passt bis jetzt. Oder man sieht jetzt hier, da ist nur 15 cm und am Schluss hat sich das abgesenkt auf diese Kisten. Wir haben hier einen Flachsmatte hineingegeben und das ist jetzt gut da. Nein, es bleibt schon stabil, weil wenn man so ein Gebäude macht und es senkt sich, bis es bleibt und dann sich nicht mehr bewegt, man verputzt es dann, dann erhöht sich die Belastbarkeit enorm vom Putz, dieser Verbund verputzt Stroh. Und das übernimmt eigentlich nach meiner Theorie die Schneelasten oder die Lasten, die man nicht mit reinem Gewicht draufsetzen kann. Bis jetzt hat das immer funktioniert. Da sind wir dran, ein unterirdisches Haus zu planen, und zwar aus Strohballen. Der Grund, warum das so ist, ist, die Gemeinde, die Bauherren kamen zu mir und haben gesagt, sie möchten ein Gebäude, wo alles rund ist. Und ich habe gesagt, ja gut, mache ich gerne. Und das Problem war dann, das Baugesetz der Gemeinde, das war ganz streng. Oder es war praktisch nur ein rechteckiges Gebäude, durfte man machen, alles war bestimmt. Und ich habe dann vorgeschlagen, ja, vom Gesetz her dürfen wir gar kein rundes Ding dorthin bauen, aber man könnte sie ja unterirdisch machen. Und wir haben eine Voranfrage gemacht an die Gemeinde. Der Gemeinderat hat dann beraten und kam zum Schluss, ja, wenn Gras darüber wächst, könnt ihr machen darunter, was ihr wollt. Oder? Und so ist das dann entstanden. Und der nächste Schritt war dann, normalerweise wird ein unterirdisches Gebäude aus Spritzbeton gebaut mit Polyurethanschaum außen. Und das ist dann für sich halt... Wir haben schon ähnliche Konstruktionen gemacht. Es geht wunderbar, funktioniert alles. Aber es ist natürlich ein anderes Gefühl in einem Strohhaus, als wenn man jetzt in einer Betonhaut drinnen sitzt. Und dann habe ich Ihnen vorgeschlagen, ja, wir können ja versuchen, eine Holzkonstruktion zu machen und die mit Stroh zu füllen, dann ein Unterdach dampfoffen ist und dann einfach die Unterlüftung viel größer ist, dann vielleicht 30, 40 cm und darüber das eigentliche Dach und dann 50 cm Erde darauf. Wir haben schon mal ein Gebäude gemacht, ein Strohgebäude mit einem Gründach. Das hat sehr gut funktioniert und nach diesem Prinzip würde das auch entstehen. Das schaut jetzt so aus. Das ist eigentlich der warme Teil hier drinnen.
Und das außen ist kalt dann. Das ist nur Nebenräume da außen dran. Es schaut am Schluss so aus wie ein Tierchen im Wald, oder? Das ist das Südfenster, das die meiste Energie bringen wird. Und hinten hat es da so eine Terrasse dann. Hier ist von einer anderen Seite. Und das wird dann am Schluss alles, es wird nicht mit dem Rasenmäher darüber gegangen, es soll alles verwuchern, zuwachsen. Und am Schluss wird man eigentlich nicht mehr viel sehen da. Das Modell schaut so ein bisschen wie ein UFO aus. Das wäre nur vom Prinzip her die Tragkonstruktion vom Holz, oder? Und das ist 50 cm von hier bis hier. Und die Erde kommt nahe bis hier herauf, oder? Das sieht man eigentlich alles nicht mehr. Und drin gibt es dann wie einzelne Räume in den Räumen drin. Das da ist das Schlafzimmer dann. Das ist ein Bauernhaus, das ist in der Nähe von St. Moritz, 5 Minuten von St. Moritz, ein altes Engadiner Bauernhaus. Es ist denkmalgeschützt und wir haben, die Bauherren sind beides Bergführer und sie wollen es möglichst ökologisch sanieren. Aber das war jetzt ein bisschen schnell. Darf ich noch mal kurz eine Frage zu dem letzten Stück? Das Runde ist ja natürlich extrem aufwendig, das heißt, da gehen die Kosten ordentlich in die Höhe, oder? Ja, es ist sicher, das ist teurer als ein normales rechteckiges Gebäude, wenn man es auf diese Art rund macht. Aber man kann nicht sagen, wenn man eine Konstruktion entsprechend ausführt, oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wand krumm maure, oder, dann ist die nicht viel teurer, als wenn ich eine gerade maure, also pro Quadratmeter, wenn ich gerade maure. Also diese Konstruktion dort, die wird teurer sein als wenn ich jetzt die Fläche natürlich mit einem rechteckigen Grundriss machen würde, das ist klar. Aber dem Bauherrn ist vom Gefühl her, das Lebensgefühl, was man drinnen hat, ist natürlich ganz anders. Wie viel Quadratmeter ist dann warm und wie viel haben wir insgesamt? Also die Fläche, die warm ist bei dem runden Gebäude dort, oder die wird etwa 160 Quadratmeter sein. Beide Geschosse. Und außen herum hat es dann nochmal etwa 60 vielleicht, irgend so wird das sein. Im Prinzip ist es ein Ferienhaus für diese Leute. Es ist in einem kleinen Skigebiet, aber es ist eigentlich ein großes Haus nach meiner Ansicht, oder? Das ein spezielles. Aber noch eine Frage zum Erdhaus. Warum isoliert unter der Erde mit Stroh? Die Erde selbst wäre ja optimal isoliert. Was wäre die? Die Erde selbst wäre optimal eigentlich zum Isolieren. Warum noch mit der unteren Strohschicht hinein? Wenn Sie, die Erde ist nicht optimal, oder wenn man den Landwert vergleicht mit Stroh, dann ist die Erde natürlich weit weg von dem. Und wenn ich jetzt Erde nehme, dann muss ich irgendeine Konstruktion haben. Es kann normale Erdhäuser ist eben, da kommt eine Spritzbetonschicht von vielleicht 10, 15 cm und dann spritzt man von außen drauf Polyurethanschaum 15 cm, aber und drinnen ist eine komplette Armierung ringsherum alles. Und dann kann man die Erde drauf geben, dann kann man die Erde direkt geben ohne Hinterlüftung. Weil der Polyurethanschaum, der ist ab etwa 8 cm ist der wasserdicht. Das gibt es viele Häuser so, die auch 20-Jährige, und es funktioniert alles. Aber was mich da stört und ist einfach einmal dieser Beton hin. Wir bauen viele Zivilschutzräume in der Schweiz und ich habe auch viele Nächte in solchen Räumen verbracht und irgendwie ist mir das nicht so sympathisch, diese Betonschicht. Und das zweite ist dann diese Betonschicht und dieses ganze Metallgitter ringsherum, das dann oft sogar noch verschweißt ist. Und diese Polyurethan-Schaumgeschichte außen, das ist wunderbar, es funktioniert, es ist auch sehr günstig. Aber wenn vom baubiologischen Standpunkt her ist das gar nicht eine tolle Sache. Wenn das zum Beispiel brennt, oder, dann stirbt man innerhalb kürzester Zeit über diese Ausdünstung oder diese Abgase, die da entstehen. Man wohnt ja eigentlich in einem Kanister, ne? Ja. Wenn man das möchte, dann kann man es natürlich so machen. Aber die Erde, oder die, ja, irgendwas muss man ja haben, damit die Erde hält, oder? Und ich gehe jetzt davon aus, dass dieses unterirdische Haus eben dann keine richtige Heizung mehr benötigt oder keine Heizung mehr hat, weil das mit 50 cm ist es isoliert. Und es ist immer so 5, 6 Grad in der Erde.
und nicht Wärme. Und es ist ein Stock drauf, habe ich das richtig verstanden? Es ist nicht nur Ebene. Das andere ist ein, Sie müssen sich vorstellen, das warme Teil ist dort wie ein großer Saal eigentlich, oder? Der ist 14 Meter lang und 8,5 Meter breit und etwa 6 Meter hoch, der höchsten Stelle, oder? Und dann gibt es in diesem großen Raum sind dann einzelne Räume drin. Wie dort das Schlafzimmer ist wieder ein Raum in diesem großen Raum, oder? Man wird, wenn man hereinkommt, spürt man diesen ganzen Raum dann. Aber von der Helligkeit her? Ja, das wird sehr hell werden, oder? Weil wenn man sagt, eben das Fenster, die horizontal oder annähernd horizontal gegen den Himmel schauen, da kommt pro Quadratmeter ungefähr 5-mal mehr Licht herein, als wenn Sie ein Fenster senkrecht haben. Und wir werden dort, alle großen Fenster gehen nach oben, oder? Aber ich fahre mal weiter, oder? Dann. Also dann haben wir denen vorgeschlagen, dass wir, da ist der Stall drin, unten ist der Stall, unten drin, und hier ist ein zweigeschossiges Heuraum, da wurde das Heu gelagert, und oben ist einfach ein Dachraum. Und wir wollten das ganze Dach möglichst gut isolieren, und die Bauherren wollen später in diesem Teil drinnen sein. Im hinteren Bereich gibt es nachher 4 Wohnungen hinein. Und der Vorschlag ist eigentlich, dass wir hier hinein ein Strohhaus bauen, in den Stallraum hinein, und das ganze Dach da mit Stroh isolieren. Das ist nochmal das Haus. Außen dürfen wir nichts machen. Das ist ein Haus, wurde 1820 oder so wurde es eigentlich gebaut. Hier, das ist dieses Strohhaus, was im Haus drin steht dann. Und da können wir nicht viel isolieren in dem Bereich, tun wir einfach das Minimum. Hier sieht man, das ist eigentlich dieses Strohhaus, was wir ins Gebäude hineinbauen. Und in diesem Strohhaus, was drinnen ist, ist dann die eigentliche, dort wo sie leben, oder die Geschosse da. Das ist der Hauptwohnbereich, und hier ist der, ich wollte eigentlich, dass man diesen großen Raum hier weiterhin spürt und dann und den erhält, und dann haben wir solche Körper hineingesetzt. Das ist das Kinderzimmer, das ist das Gästekämmerchen, und hinten ist noch die Dusche, WC drin dort. Unten ist ihr Arbeitsbereich und oben ist ihr Schlafzimmer dann. Gut. Ja, das ist ein Mehrfamilienhaus im Zürichsee, es ist ein Achtfamilienhaus. Da sind wir jetzt dran, um das zu planen, es wird ein lasttragendes Strohballenhaus werden. Und hier haben wir jetzt die Voranfrage an die Gemeinde, ist jetzt gelaufen, das ist jetzt positiv zurückgekommen, und wir sind jetzt daran, die provisorischen Ausführungspläne zu zeichnen. Ich habe jetzt hier ein paar. So, es schaut im Prinzip so aus, es gibt 2 Häuser, die nach Süden offen sind. Das ist, ein Teil ist größer, etwa 1,5 Meter größer als das, was wir gesehen haben auf dem Reschenpass. Und hier hinten ist die ganze Zugangssituation. Hier ist die Eisenbahn, hat 2 Strecken gerade vorbei. Und wir bauen hier dann eine Schallschutzwand hin aus Glas, die diese Form hat. Weil wenn man da runter schaut, sieht man den Zürchersee. Das ist da 80 Meter weg, ist hier der Zürchersee. Das wird einfach eine, ja, das sind die Jumbo-Ballen, das ist 1,20 Meter da. Die in Reihen, da gibt es verschiedene Varianten, wie das dann. Hier ist eben diese Eisenbahnlinie, und hier kommt die ganze Zugangsbereich mit dieser Glaswand, dreidimensional gebogen. Das Erstaunliche war, dass das Die SBB hat das geprüft, und sie kamen zum Schluss, weil sie hatten Angst, dass dann der Schall sich reflektiert auf die Nachbarn. Und dann kamen sie zum Schluss, weil wir das so gebogen haben, oder ist das nicht der Fall? Oder jeder, ob der Schall jetzt so geht, dann geht in eine andere Richtung, oder es wird dann diffus. Sie waren da sehr dafür. Das ist ein kleiner Bahnhof Freienbach. Und das wird dann, hier wird dann dieses Gebilde stehen, oder, wo dann, man wird es dann sicher im Kopf behalten, wenn man all hier war. Hier sieht man es in Modellform. Also was wird diese Wand, was wird die? Diese Wand? Ja, Glas oder, nein, die Glas. Das da? Glas oder? Das wird Glas. Ja, das sind dann, das Ganze wird dann sein aus
oder das Problem an dieser Situation ist eben, dass eigentlich Süden ist auf der Seite. Und diese Seite ist die schöne Seite, weil hier ist der See auf der Seite. Aber die Eisenbahn ist auch auf dieser Seite. Also der Lärm, die Lärmbelästigung ist schlecht da. Deshalb haben wir dann so eine Konstruktion gewählt. Oder? Und es wird dann zwei Teile werden, damit der Bruder von dem Bauherrn ist hinten und damit er da auch noch durchschauen kann. Ja. Nein, das liegt in der Gemeinde Freienbach, das ist die zweitsteuergünstigste Gemeinde in der Schweiz. Und da sitzen alle diese Bänkler, sitzen da in dieser Gemeinde, oder? Weil ich sehe, wenn die müssen da die Hälfte Steuern bezahlen oder noch weniger als in den anderen Gebieten. Und deshalb ist die Landpreise in dieser Gemeinde, die sind enorm gestiegen in den letzten 10 Jahren. Wahnsinn, oder? Das am See unten haben sie vor ein Dreivierteljahr ein Grundstück verkauft, da war der Quadratmeter irgendwie 4.000 Euro, oder? Das ist krank, oder? Und ich habe da gesehen, als wir da nach Küssing gefahren sind, da steht am Strand Bauland 5 Euro, oder? Da kommen mir die Tränen, oder? Da. Hier haben wir mal, das ist ein anderes Projekt, da habe ich mal für eine Stadtgemeinde Dreismauer also nur Konzept machen können für eine autarke Siedlung. Da war ein Bauer, der hat bei Grat, das ist der Robert Wimmer, das ist ein Institut oder ein Institut der TU Wien, so nicht richtiges Institut, ich weiß auch nicht genau, wie ihre Beziehung da ist, aber sie haben, ein Bauer ist zu ihnen gekommen und hat gesagt, ja, die Gemeinde möchte Land einzonen und er hat sich immer dagegen gewehrt. Und er war dann an einem Strohballen-Workshop, den ich mal gegeben habe. Und dann ist er dann zu diesem Grat gegangen und hat gesagt, ja, er könnte sich vorstellen, eben wenn die Gemeinde bereit wäre, eine autarke Siedlung zu machen aus Strohballen darauf. Oder dann wäre er bereit, dass es eingezont würde. Und das ist er dann zur Gemeinde gegangen. Wir waren dann mit der Gemeinde zusammen und es wurde jetzt, das Land wurde jetzt umgezont in diesem Hinblick und es wird jetzt daran hinter den Kulissen gearbeitet. Mal schauen, was geschieht. Oder? Das erste Ding war so eine, es war etwa 4 Hektar das Ganze, oder? Diese ganze Fläche. Und es würden alle Strohballenhäuser so irgendwie 50 Einheiten. Aber es würde dann auch ein Zentrum geben vorne, wo die Bauern, oder das wäre die Idee, praktisch ein ökologischer, weil ich möchte genau das im Prinzip, dass sie energieautark werden, dass es im einzelnen Haus so sein wird. Dass man ein Gebäude, dass man Gebäude erstellen kann auf einer grünen Wiese und man baut es so, dass es weder Energiezufuhr braucht, noch Heizung braucht. Auch das Wasser möchte ich beim solchen Typ so machen, dass es nicht mehr braucht. Einfach, dass praktisch ein autarkes Gebäude da ist. Ich komme am Schluss nochmal drauf, kurz. Okay, verlassen wir das. Das exklusive Ding da am Zürichsee, das schaut so aus. Es ist auch eine Konstruktion aus Stroh. Das ist 50 cm Stroh, was da hineinkommt. Da drin sind 4 Wohnungen. Das ist eine Wohnung, das auf der anderen Seite eine Wohnung und das und unten ist eine Wohnung. Und die haben, in dieser Klientel ist es anscheinend wichtig, dass jeder seinen eigenen Eingang hat, seine eigene Garage und da hereinkommt. Und aufgrund von dem haben wir dann das Projekt da entwickelt. Hier hinten sind dann die Garagen, wo man da hineingeht. Und hier ist auch wieder das gleiche Thema. Süden ist im Rücken und da vorne ist der See, ist direkt der See dort. Und hier sieht man, es hat dann so nach Süden so Kiemen, die herausschauen, damit hier dann die Sonne hineingeht. Und das ist immer 1 Meter jetzt. Hier hineinkommen dann immer kleine Strohballen, die sind 1 Meter lang, 50 tief und 35 hoch. Hier sieht man dann die ganze Verkleidung außen, wird Lärchenholzschindel sein. Und das ganze Gebilde, das Ziel ist, dass es keine Energie braucht oder dass es
auf den, hier kann man dann Photovoltaik drauf und das ist, sind Warmwasserkollektoren, also Vakuumröhren. Ich bin froh, dass es Bauherren gibt, die sowas bereit sind zu tun. Das ist ein Theaterregisseur, der hat das Land da geerbt und er hat jetzt die Möglichkeit, sowas zu machen, oder? Innen ist es eigentlich normal, aber man sieht natürlich dann von der Küche, wenn man kocht, sieht man den See da hinaus. Wenn man zurückschaut, hinten ist dann dieser Wintergarten da hinauf. Und oben, das ist dann das im obersten Geschoss, das Schlafzimmer, wo man dann da auf den See hinausgeht. Bei dieser Klientel ist wichtig anscheinend, dass einfach jeder von jedem Ort aus den See sieht. Oder das scheint da Kriterium zu sein. Okay, hier haben wir jetzt die Baugenehmigung bekommen und wir sind jetzt dran, die provisorischen Ausführungspläne zu erarbeiten und bis die Kosten sollten irgendwann bis Mai, Juni sollten die Kosten da sein und dann möchten wir eigentlich mit dem Aushub beginnen. Mal schauen. Nur ganz kurz noch das Letzte über die Zukunft. Für mich ist das eigentlich ganz einfach, oder? Die Zukunft soll so sein, oder? Das Gebäude steht hier und es lebt mit dem, was aufs Gebäude kommt. Das ist die Sonne, der Regen und Pflanzen, die wir hier haben. Und so soll das funktionieren. Und ich sehe durch das Strohhaus, dass man das eben auch in finanziellen, vertretbaren Rahmen machen kann. Man kann ein Gebäude machen, das keine Heizung mehr braucht, außer einer Notheizung, das nicht mehr kostet als ein normales Gebäude. Dass man die Heizung wegkriegt, ist mal ein Hauptgrund oder das Wichtigste. Und wenn man das dann hat, dann muss man da die Elektrizität lösen und man muss das Wasser lösen und das Abwasser lösen. Und in erster Linie geht es immer darum, dass man den Verbrauch reduziert, sei es bei der Heizenergie, sei es bei der Elektrizität, sei es beim Wasser. Und dann mit die Restenergie, die noch notwendig ist, die alternativ erzeugt. Weil es geht nicht, dass man einfach ein normales Haus, was Energie verschleudert, dass man das so auf einfache Art löst. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass diese Häuser so möglichst einfach konstruiert werden. Möglichst ohne Maschinen, möglichst einfach. Weil es ist, ein kompliziertes Haus zu bauen, ist eine einfache Sache, das kann jeder Lappi, oder? Aber ein einfaches Haus zu bauen, das funktioniert, das ist viel, viel schwieriger.